Manuel! Wie kann man das spielen? Nein! Das ist ja! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Mit dabei ist, Hallo, liebe Jorges! Ja, und da hat gerade jemand gekichert. Ist das einer von den Lochis oder ist das etwa Malte von Rock'n Sums? Oder nee, dasselbe! Heiko von den Lochis. Okay. Hier steht mitten im Wald steht einfach ein Mark. Piccolo! Ja, ihr seht schon, dass wir die beiden hübschesten und nettesten Menschen ins Projekt geholt haben. Und zwar die beiden von Rock'n Sums. Und, Raus aus Mark. Also, ihr könnt jetzt schon, wenn ihr wollt, den Hashtag Rock'n Sums raus aus Mark eröffnen quasi. Und das Ganze spreaden. Hä, aber ich möchte in Mark rein, was? Okay, Mark möchte aber in dich. Oh nein! Doch. So Leute, hört mal auf mit dem ganzen Schwachsinn hier, ja? Erstmal möchte ich fragen, wo seid ihr denn überhaupt? Seid ihr unten oben auf dem Baum oder unten? Nee, ich bin unten. Weißt du, jetzt spielt er sich wieder auf, weißt du? Kennst du das? Das macht er immer. Ich bin ja aber gleich schon tot. Ja, weil ich der einzige vernünftige Leiter des Projekts ist. Jo, was hast du denn? Was ist das denn? Was ist denn mit dir nicht richtig, Alter? Bitte helf mir doch! Sagt der Typ, der von Natur aus so scheiße aussieht und Pfeile im Kopf hat. Oh Mann, ich bin gestorben. Leute, willkommen im Projekt Broken Sums. Wir haben heute hier Sonntag, später Abend und das ist natürlich wieder der Zeitpunkt für neue Leute, die ins Projekt kommen. Leider hat es heute Broken Sums erwischt. Falls ihr die noch aus dem Megaprojekt kennt, die machen nur Scheiße. Aber dafür haben wir damals ein Gefängnis gemacht. Deswegen war dann auch der laufende Hashtag dann immer Broken Sums Gefängnis. Ich bin ja dafür, ihr baut auch ein Gefängnis hier erstmal. Einfach, weil so... Also ich muss sagen, ich kann nichts dafür, dass die hier sind. Das war Revis Entscheidung und so. Was lacht ihr so behindert? Was? Was ist was? Was hast du denn in deiner Hand? Kacke! Ich will einmal riechen. Alle Jungs, ne, ich bin gerade gestorben, habe ich jetzt für morgen Upload-Sperre? Nein, so ein Projekt sind wir nicht. Bei uns kriegst du eine Upload-Sperre, wenn du nicht einmal die Woche einen Mark baust. Und weißt du, wie man einen Mark baut? Nein! Ey, Kalibur, stopp! Bau sofort eine Kiste und tu alles dahin. Ja, da, irgendwie ist die Kiste da kaputt. Gegangen. Ach Gott, ist das nervig. Bau die Kiste. Boah, ich schwöre, ich hasse dich. Warte, ich brauche kurz eine Kiste, das war meine Schuld, dass da was kaputt gegangen ist. Ja, halt's Maul jetzt mal, ne? Ja, okay. Oh Mann, Leute! Was war das gerade? Ich hab Creeper gehört! Seid ihr blöd, Alter! Boah, ja. Remi! Ich schwöre, das war Remi! Hä, was habt ihr gemacht? Ja, du standest da rum und dann ist der Creeper neben dir explodiert. Kannst du kurz alles reintun, das wäre super. Weil ich weiß nicht, von wem das hier ist, gewesen ist. Denski, Dener. Ja? Du hast ja schon Terminal Expansion Mod Jetpack. Warte, ne? Einmal kurz Ruhe. Malte, hat das gereicht mit der Kiste? Ja. Was hast du da behalten? Ja, das ist eine Workbench, die ich mir gerade selber gemacht habe. Und was andere? Hab ich von abgeholt. Und das hier ist Holz, das habe ich gerade dafür geholt. Guck mal hier, Barley. Du bekommst Anfangspotato. Das ist Barley, Manuel. Warte mir, wie man hier direkt. Das ist Barley Stinson. Was hast du da auf dem Kopf? Barley Stinson habe ich hier, guck mal. Nee, was hast du da für ein Jetpack? Ist von Terminal Expansion, oder? Ich habe den Jetpack gebaut, Revi, willst du es sehen? Ja, bitte. Habe ich dir oben in die Kiste gelegt. Als ob, hast du wirklich? Ja, soll ich's holen? Boah, was sag ich dir? Ja, bitte. Ich hol's dir. Oh, was für ein guter Freund du bist. Ja, ich weiß. Hey, das ist locker verarschst du mich irgendwie. Aber hat Dena jetzt eigentlich die Eile geklärt? Ich einfach gebaut, weil ich wusste, dass du es eh nicht hinbekommst. Man weiß es nicht. Malte, was machst du da oben eigentlich? Also mein Volk, ne? Au! Was war das denn, Alter? Yeah! Oh mein Gott. Herr Rebe, du kannst ja schon mal ein bisschen erklären, was die Regeln hier sind, weil es gibt Regeln. Genau, Freunde, die Regeln sind folgendermaßen. Wie ihr vielleicht auch kennt aus Craft Attack, den Mark, den ihr so oft getötet und geschlagen habt. Wir haben den nie getötet. Doch, habt ihr. Einmal ist der versehentlich in Lava mit einem Minecart gefahren. Das war nie so den geplant. Den müsst ihr jetzt immer wieder neu errichten. Jede Woche einmal, Manuel schon zweimal, weil er gestorben ist. Und, Nein, er wusste die Regeln noch nicht, das zählt noch nicht. Aber ab jetzt, jedes Mal, wenn man stirbt, muss man einen weiteren Mark bauen. Oh, gib bitte. Möchtest du das Jetpack haben? Ja, bitte. Okay. Aber Vorsicht hier, Manuel, hinter dir läuft ein Ninja-Creeper. Was ist denn ein Ninja-Creeper? Willst du mal sehen? Ja, ich wollte ihm zeigen, den Ninja-Creeper. Aber schaut mal hier, jetzt könnt ihr sehen, wie Revi zum ersten Mal in seinem Leben fliegen kann. Boah! Weg! Hey! Nicht anziehen! Gib ihn her! Zieh's an und flieg! Zieh's an und flieg weg! Los, flieg! Los, dann mach du Revi! Manuel! Wie kann man das spielen? Nein! Er fliegt! Ja! Was soll das denn? Du bist so ein Arschloch!
Ich bin irgendwie ganz glücklich. Warum bin ich mit der fliegenden Potato gekommen? Ich verstehe gar nichts mehr. Dina, ich hasse dich. Aber ich bin so froh, dass ich so gute Freunde habe wie Manuel, die für mich sterben. Hey, was war denn das mit der Fliegen? Hä? Oh, war scheiße. Trap. Ach so. War schon so geplant. Jetzt verstehe ich das eher. Ich habe mich schon gewundert, dass Dina mir eins gebaut hat. Dina, kannst du mir vielleicht auch so ein Ding bauen? Das sah echt lustig aus. Oh, Mann. Ja, Manuel ist nur gestorben, weil er zu dumm dafür war, so ein bisschen. Ja, als ob. Hey, guck mal, ich hab genau dasselbe Ding. Ernsthaft jetzt. Schau mal, das ist auch so. Siehst du, das macht genau dasselbe. Ja, du hast noch kein anderes. Nein, nein, das liegt. Nein. Das ist. Weißt du, was der Unterschied ist? Du hast durchgehend gedrückt. Du hast durchgehend gedrückt. Guck mal, und das Ding, das nutzt sich erst, läuft so heiß und dann explodiert das. Und deswegen musst du immer sofort nur so ein bisschen so. Immer kurz und immer weiter und dann funktioniert das. Das ist das Billigste von allen. Deswegen ist das so. Ich wette, du verarschst mich. Nein. Ja, wirklich genau dasselbe. Das siehst du, siehst du an den Partikeln hier. Ich habe jetzt eine Frage. Ja? Müssen, da Malte und ich sind ja zwei Personen, bekanntlich. Ja. Müssen wir dann zwei Marks in der Woche bauen? Nee, müssen nur einen bauen, weil wir wissen, dass ihr ziemlich dumm seid. Achso, okay. Außerdem werden die eh so häufig sterben, dass sie eh wahrscheinlich fast jede Woche zwei machen müssen. Ich muss ja jetzt schon zwei machen. Nee, das war ja, bevor du die Regel kanntest, deswegen. Aber das andere. Ja, stimmt, dafür schon. Also muss ich jetzt zwei machen? Nee, dafür muss ich das machen. Ja. Warum musst du denn machen? Weil er dich umgebracht hat. Nee, aber muss ich nicht, weil ich wollte Revi umbringen. Dann hätte ich es ja gemacht. Aber dann hat Manuel das geklaut und deshalb muss Manuel schon selber. Ja, du hast gesagt, flieg weg. Ja, gut, ich muss doch machen. Aha, ja. Dummkopf, du hast ihn getötet. Was passiert, wenn man keinen Mark baut? Dann, Uploadsperre. Ja. Für wie lange? Drei Tage. Das heißt, Manuel und ich, wir laden einfach so einmal in der Woche ein Video hoch. Mhm. Und dann haben wir einfach. Für immer Upload-Sperre danach. Genau. Das ist, man braucht doch richtig viel Eisen für so einen Mark. Ja, eben. Aber wir sind hier in einem Modpack, das heißt, das bekommt man richtig schnell. Selbst ihr. Man muss nur eine Turtle losschicken. Ja, die Vollidioten kriegen das nicht gebacken. Lest euch mal ein, wie man eine Turtle baut. Das ist easy. Okay. Und dann macht einfach Excavate 20 und holt euch alles. Aber macht das nicht in der Stadt oder Untergrund nur. Also, wie weil die Stadt ist ganz wichtig. Die Stadt muss man ordentlich behalten. Da kann mir mal jemand sagen, was das da hinten ist? Wir hatten da gebaut. Was denn? Hier hinten. Wo? Hier. Achso, das ist Simon und so, das ist die Bauern. Hat da jemand irgendwie was zu essen? Simon und so? Was hat er denn gebaut? Weil das sieht ein bisschen hässlich aus. Ja, der baut so ein Haus, glaube ich, oder? Ist das hässlich? Ja, das ist richtig scheiße. Hat jemand Papa Happa für mich? Dina? Ja? Willst du wirklich ein guter Freund sein? Ich Rotpilz will baut essen! Aber ganz schön. Dina? Ja? Willst du mir wirklich ein richtig. Ich will mich verarschen, du Bastard! Hat jemand Hunger? Ja, ich! Ja, hier, bekommt ihr was. Dina, möchtest du mir Alter. Wirklich einen Gefallen tun? Danke. Nee, eigentlich nicht. Die Kiste hat das aufgegessen! Okay, pass auf! Wettrennen! Hey, dann ernst? Hey, Dina, es ist wirklich persönliches Anliegen von mir. Die Kiste ist einfach mein Felix, unsere Freundschaft wird darunter leiden, wenn du mich jetzt weiterhin ignorierst. Ne? Warte kurz, es gibt einmal ein Wettrennen mit Essen hier. Okay. Ja. Nein! Ja! Hört ihr die? Ja, die wollte ich ganz nicht. Ey, diese Kackkiste, Mann. Die isst mir mein Essen weg. Guck mal, was ich jetzt hier baue. Und so sieht ein Mark aus. Und den baut man dann. Ich musste nämlich meine Woche muss ich noch einbauen. Das ist jetzt in meiner. Okay. Schön, oder? Also Hey! Manu. Er heißt Malte. Malte, geh da rein. Was passiert, wenn man einen Mark tötet? Lasst uns einfach. Dieser Trottel. Was passiert, wenn man einen Mark tötet? Dann gibt's Bann. Für? Upload-Bann. Oh. Dann müssen wir zwei neue Marks bauen. Bei uns alles, jede Strafe ist eine Markstrafe. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Also ich finde das nicht, dass ein Scheiß ist. Ich finde auch nicht gut, wenn du sagst, dass es Scheiße ist. Was passiert hier? Lass mich raus. Hä? Ey. Du wolltest mir nicht zuhören. Ja, okay, Felix. Was soll ich jetzt sagen? Ich möchte auch wieder ein bisschen produktiv sein in dieser Folge. Ja, ich mach nur Scheiße, bisher ist für dich nicht okay. Mach mir bitte ein Jetpack. Bitte. Alter, weißt du, wie lange ich guck mal, da kommt Chest raus, yay. Da kommt der, meine liebe King-Junge, Gepäck raus. Was hat das lange gedauert? Was? Ich habe zwei Folgen dafür gebraucht. Echt? Mhm. Was brauchst du dafür alles? Oi. Sulfur, sag ich hier, Sulfur. Sulfur habe ich. Hast du gar nicht. Sulfur war ja, weil du mir mehr geklaut hast wieder. Sulfur gibt's im Nether. Kann ich was von dir haben? Nein, ich hab leider nichts mehr. Hab nur so viel geholt, wie ich brauchte.
Guck mal, wo mein Mark ist. Mein Mark steht hier. Wo wollen wir bauen? Wo ist denn dein Haus? Wo ist denn dein Netherportal, Dena? Ich hab das von Kev benutzt. Ah, ich war nicht mal im Nether. Es gibt auch andere Möglichkeiten, in den Sulfur zu kommen. Hast du denn noch welches? Nein, hab ich nicht mehr. Verarsch mich doch wieder. Schau doch einfach das Rezept an, dann siehst du das. Du hast da ganz andere Probleme als Sulfur. Warum? Wieso bist du außerdem so schnell hier? Ja, weil ich fliegen kann, weil ich ein Hacker bin. So. Jetpack. Welches hast du denn gebaut, Dena? Welches ist denn das? Wie, welches? Wie heißt denn dein Jetpack? Leadstone? Meins heißt Leadstone Jetpack, ja. Okay. Kann man hier eine Nuke bauen? Ja. Was passiert, wenn ich eine Nuke baue? Muss ich dann einen neuen Markt bauen? Oh Gott, wie teuer ist das denn bitte, Felix? Okay. Willst du mich damit herausfordern, dass ich fordere nicht dich, ich fordere euch zusammen auf Broken Sounds, baut doch eine Nuke, mach doch, juckt mich nicht, schafft ihr eh nicht. Okay. Hey, Dena, wie teuer ist dieses Scheiß? Wollt ihr ein Wettrennen machen, wer am schnellsten Nuke hat? Ja, das ist jetzt unfair. Ich hab noch nicht angefangen, ich hab echt noch nichts mit dem Modpack gemacht mit der Nuke. Ja, aber trotzdem ist das unfair. Ich bin dafür, dass die Wette daraus besteht, ob wir es überhaupt in diesem Projekt schaffen, eine Nuke zu bauen. Ja, okay. Ich rufe erstmal meine Mutter an und frage mich, wie das geht. Der Wetteinsatz ist ein Mark. Wow! Ist das hier auch die Währung? Also kann ich irgendwie sagen. Du kannst auch für Mark Sachen kaufen. Okay. Ja. Das heißt, wie viel kostet Revi, wenn ich den habe? Drei Mark. Ich koste 10 Mark. Hä, hey, was? Du kostest gar nichts, Mann. Du bist umsonst, du Penner. Nee, erzähl doch keinen Scheiß und vor allem nicht vergessen. Warte, reden wir jetzt von Mark oder von deutscher Mark? Nee, von deutschen Marks. Ich finde schon von deutschen Marks. Ach so. Also 5 Euro. Nein. Was? Dena kostet 5 Euro. Ey, ihr verwirrt mich, ich kann gar nichts machen hier. Bin ich dumm? Ich bin jetzt schon wieder verwirrt. Wieso geht das denn nicht? Weil es so viele Sachen gibt. Es gibt richtig viele Blumen. Warte, guck mal, Manuel. Hier. Hey, wieso krieg ich das nicht gecraftet? Flower? Cotton. Bluebells, Cherries, Apples, Chestnut, Mystical Magenta Flower und Mystical Pink Flower. Und ich hab manchmal bin ich ein bisschen dumm. Geil, oder? Genau. Lass mal so einen Blumenstrauß machen. Felix. Guck dir das an, wie viel das ist. Felix, pass mal in der nächsten Folge gemeinsam hier oben ein großes Kraftwerk bauen. Das ist viel sinnvoller, wenn wir uns gemeinsam eine Energiequelle für unsere Häuser bauen. Okay, wollen wir aber dann, das ist was für ein Modpack hast du? Thermal Expansion auch. Hä, ach so, wo? Ah, hier. Ich hab ein bisschen Thermal Expansion bis jetzt so gemacht, aber deshalb, Ja, viel mehr hab ich auch die nicht. Die labern hier, ich verstehe gar nichts, was das Gute ist halt, guck mal hier, hast du gesehen, dass hier oben der Ding steht, der, hast du gesehen? Junkloader, ja, ne? Hast du gesehen, dass es hier Kabel ist? Ich hab den gebaut. Gebaut? Oh, Mann, hab ich den wirklich, in der ersten Folge direkt. Wie geht das? Deshalb wachsen hier oben auch immer Kartoffeln. Hä, wie funktioniert der? Der ist ganz einfach, den kannst du einfach einstellen. 4 Chunks, haben wir gesagt. Na, wie man den baut, meine ich. Das ist gar nicht so kompliziert. Ich habe dafür nicht so lange gebraucht. Ich brauchte halt erstmal ein Enchantment Table dafür und dann ging das. Hä, Junklo ist ja wohl voll kompliziert. Krass. Findest du? Krass, du meinst, in der ersten Folge hast du den gebaut? Ja, oder erste, zweite oder sowas. Also halt relativ schnell. Ja, als ob das Gold und Enchanting Table, als ob du so viel Diamanten und Obsidian gefarmt hast. Hä, hey, natürlich jetzt wirklich. Da gibt es, ist in der Aufnahme alles drin. Willst du mich jetzt verarschen? Hä, hey, du bist aber dumm eigentlich. Ja, okay, das ist echt nicht so kompliziert. Ja, Leute, schaut mal bei mir vorbei auf meinem Kanal, da gibt es nämlich produktive Folgen. Könnt ihr mal gucken. Genau! Ne? Ja, guck mal jetzt bei uns die Mega-Projekte. Ich kann fliegen, das kannst du nicht! Ich hasse es, zurückgeblieben aufzunehmen. Schau mal nach oben! Ich möchte sagen. Baby. Ach Gott, hör auf. Klar. Auf Manuel, guck mal, was ich habe. Was denn, wo bist du überhaupt? Wo bist du denn überhaupt? Habt ihr Güsel? Guck mal, wen ich da gefunden hab. Wo bist du denn überhaupt? Ja, über dir, du fette Missgeburt. Was hast du über mir? Hier, da. Ach, guck mal, ich hab ihn gefunden. Wir haben jetzt einen Mark. Jawoll. Das ist aber nicht euer Mark. Doch, das ist unserer, den hab ich jetzt gefunden. Der war da oben auf dem Berg, Alter, als ob du den da hingestellt hast. Ja, der ist da hingelaufen, weil auf dem Berg war es wahrscheinlich echt meiner. Der kann da nicht hinlaufen. Doch. Du glaubst gar nicht, was der alles kann. Malte, guck mal, was ich hab. Okay, ich bin wirklich ziemlich gespannt, wie das hier ausgeht. Ich habe auch ein bisschen Sorge bei den Jungs da. Ich hab Stein. Schalosch. Wo ist überhaupt die Dena One? Die ist, glaube ich, immer noch im Keller. Aber ich verstehe immer noch nicht, ob jetzt. Ich bin voll verwirrt, wenn Broken Sounds in der Aufnahme ist. Kann ich mich nicht konzentrieren? Ja, schiebt das halt auf uns. Ihr beachtet uns nicht mehr und sagt, dass wir schuld sind an eurer Unproduktivität. Ja, alleine, weil ihr da seid. Das ist echt komisch. Das ist wirklich so. Was ist denn hier am Fall, denn ist im Scheiß Crafting? Ich hab einen Redstone.
Reception Call gemacht, ich Volltrottel. Boah, oder du bist so ein Dummkopf, Alter. Wieso baust du sowas? Ich habe einen Reception Call gebaut und ich brauchte einen Transmitter. Oh Mann! Hä? Oh Mann, das ist echt dumm. Wie kann dir das passieren? Ja, ja, das ist echt dumm von dir. Moment, wo ist mein ganzes, halt, manche Sachen wo sind ist mein ganzes Silber? Dena, hast du das gesehen? Nein, ich habe es bestimmt nicht genommen, also wirklich nicht. Manuel, was hast du dazu? Ja, den hat das zu 100% genommen. Du guckst doch jede Folge von ihnen, oder? Ja! Auf alles den hat sich das gegrabt. Dena, ganz ehrlich, das ist dreist. Ich finde, Dena muss jetzt dafür 2 Marks bauen. Ja. Ich wenn nicht sogar 5. Oder Manuel. Ja. Manuel. Ja. Das ist jetzt unser gefangener Sklave, okay? Manchmal ich brauche gar nicht viel Kohle. Was gibt's eigentlich für eine Strafe, wenn man jetzt mal sagen wir so einen Mark oder so versklaven würde? Was? Versklaven? Was soll der machen? Bitte was? Soll das machen, was du machst, das kriegt er besser hin. Selbst wenn er gar nichts kann, ist er aber besser als du. Der okay. Muss sich aber vorher noch Fraps installieren und Logitech-Webcams. Ich verstehe einfach selbst, gerade überhaupt. Selbst wenn er die Software hat. Ich hab das Gefühl, die machen ganz komische Sachen, die Bogensums, Jungs. Felix, kommst du da irgendwie mit? Also? Nee, am besten ist, wenn du es einfach ignorierst, weil da kommt nichts Sinnvolles bei rum. Ah, ich hasse Dena. So. Ich hasse dich auch. Hey, Lied, Inget. Dena, hast du Lied, Inget? Ja, hab ich. Kannst du mir davon 2 Stück borgen? Mhm, komm her. Dann habe ich nämlich jetzt schon die erste Komponente fürs Jetpack ne? Fertig. Bei dem IQ-Test würdest du aber lass uns mal wirklich eine große Lead-Energiequelle hier bauen. Lead-Energiequelle? Du meinst eine große Thermal-Expansion-Energiequelle? Ja, aber damit Lead. Also, ja, so einen fetten Reaktor machen wir, genau. Okay? Mit Lead? Hä, was? 1337? Ich verstehe gar nicht. Manuel, mehr. Pass auf. Ich mach's jetzt nochmal ganz kurz für dich, okay? Herzlich willkommen im Minecraft Mark. Das Ganze ist ein Modpack. Das nicht genauso zu handhaben ist wie Minecraft. Als ob. Ja. Manuel, danke. Ja, ja. Und es ist so, dass es viele verschiedene Komponenten gibt, die es in Minecraft nicht gibt, okay? Okay, so. Okay. Manuel, und das Wichtigste ist, dass du das versuchst, einfach zu behalten, ja? Ich weiß, hab meinen Text vergessen, was? Ohne Kohle kann ich mir nichts mehr holen. Okay. Ja, es gibt hier viele verschiedene Sachen, okay? Und damit kann ich Spaß haben. Genau, und das möchten wir, dass du Spaß hast, Manuel. Wir möchten ja auch, dass ihr alle Spaß habt hier, aber ihr macht den aber ihr dürft den Spaß nicht für andere Leute kaputt machen. Nee, also Trollen, das ist okay, aber nicht zu viel, ja? Aber ihr habt das schon ganz richtig gemacht mit eurem Grundstück. Das ist, glaube ich, ganz gut. Euer Grundstück darf so ungefähr 40x40 ungefähr groß sein. Also macht's einfach, macht nicht so riesig, ne? Macht so wie ihr es da habt, ist, glaube ich, in Ordnung. Genau, ist das, und baut ja, einfach was Schönes, passiert. Okay? Es soll so ein bisschen in die Umgebung passen. Also so ein Penis ist schon scheiße, ehrlich gesagt. Das ist kein Penis, das ist ein Mark. Aus Cobblestone, glaube ich aber nicht. Sieht sehr ja, aus einem Cobblestone-Penis. Ich glaube, ihr habt da einen Cobblestone-Penis gebaut, ich finde das nicht in Ordnung. Nicht. Penis, ist Penis, Penis. Ist das Grundstück heilig? Nee, aber das mag, aber tatsächlich. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Es war eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Was zum Fick war das denn? Warum ist denn hier was explodiert? Also irgendwas, die beiden sind auf jeden Fall Kreuzfidel. Was war das? Also Leute, ihr könnt uns mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Angst habt, was Broken Sams hier machen, ob genau, wir vielleicht wenn irgendwie... Ihr wollt, können ja vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, wie wir die unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, ich wäre Angst. Echt froh, wenn ihr halt den Hashtag Broken Sams Gefängnis auf Twitter Platz 1 heute bringt, Freunde. Ja. Wäre relativ cool eigentlich. Ich gehe jetzt einfach zu meinem besten Freund und Kanalbetreiber, Marc. Okay, gut, dann. Alter, stell dir vor, Marc hat einen Kanal. Die haben einfach einen Marc. Okay, gut. Was haben die mit einem Marc gemacht? Nix. Alles klar. Freunde, haben die Marc getötet mit der Creeper-Explosion? Haut rein, tschüss. Tschüss. Oh, ich muss auch kurz weiter hier. Ich muss einmal meine Dinge mal starten. Das ist nämlich ein sehr dummes Ding. Alter. Yeah. Would you like, no? So. Die Turtle fährt jetzt los, Leute. Und ich sag euch, die Turtle, die holt sich jetzt nämlich hier alles, was sie braucht. Alter, die grabt hier alles ab. Okay. Ich hab grad ein bisschen Angst. Okay. Mein Turtle macht alles richtig. Leute, wie leise ihr auf einmal sein könnt. Was bei euch los? Ist ja stark. Ihr sagt ja gar nichts mehr. Richtig ja. Chillig. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich bin na gut, schüchtern. Solange meine eine Turtle, wo auch immer die gerade ist. Hä? Scheiße, wo ist mein Turtle hin? Ninja Turtle. Ist mein Turtle hin? Oh, die kommt. Raffaello. Die kommt.
Alles klar, ist gut. Mein Channel läuft jetzt nämlich. Und dann kann ich in der nächsten Folge wieder produktiv sein und hier weitermachen, was hier alles kommt. Ohne, dass irgendwelche Leute blöd im Hintergrund rumlachen und Scheiße machen. Aber ja, solche Leute mag ich gar nicht. Ich schwöre, Revi, geh bitte aus dem Projekt raus. Soll ich, ja? Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Revi vorbei, ein bisschen vielleicht. Ja, schaut auf jeden Fall bei mir vorbei, weil ihr könnt ja, wie gesagt, sehr viele produktive Folgen bei mir sehen. Und schaut bei Broken Sums vorbei und passt mal ein bisschen auf, dass die nicht zu viel Scheiße machen. Genau. Das wäre nämlich gut. Müsst ihr ein bisschen Polizei spielen bei denen. Und Broken Sums Gefängnis auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Jungs. Wir sehen uns wieder nächsten Tag. Das ist morgen, glaube ich. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.